Okay, dann hüppen wir mal hier rüber zu dem Nimboja. Zu den Trollen. Beschafft 6 Tower der Blutskalpe von Blutskalp-Trollen in den Ruinen von Baltal. Blutskalp und Totem. Wunderbar. Dann haben wir nichts mehr, glaube ich. Ich habe jetzt 3 Stück, ne? Ja, das habe ich auch. Das müsste auch es gewesen sein. Ja. Wo ist Jenrik? Der steht da vorne. Dort, da läuft er gerade uns entgegen. Und sitzt gerade auf sein Reittier auf. Ja, dann. Nicht, dass mein. Bin die ganze Zeit bei euch. Ich habe die ganze Zeit im Blickfeld. Ja, ich mache mir ja nur Sorgen. Wenn was ist, dann schrei ich. Oh, ist das ein schöner Blick. Ja, stimmt, ne? Bin ich jetzt auch selber noch gar nicht so drauf eingegangen, aber das ist echt schön hier. Die Vegetation und so, ne? Ja, es ist ja halt ein Dschungel und da gibt's noch, wird noch sehr, sehr viele schöne neue Gebiete geben, aber ihr müsst euch vorstellen, das Wasser sah lange Zeit nicht so aus, wie es jetzt aussieht. Du konntest lange Zeit auch nicht auf den Grund gucken und Korallen entdecken. Das war einfach nur ein plattes, blaues Ding. PNG. Und hier hast du jetzt wenigstens Wasserbewegungen, wenn du drin läufst und so. Das haben die überarbeitet und das finde ich einfach nur sehr schön gemacht. Es spiegeln sich Sachen da drin, die Sonne spiegelt sich da drin. Finde ich einfach nur sehr schön gemacht. So, und hier haben wir auch schon die Blutskalpe. Jawohl. Und Luvielles Level Up. Ja, wie das denn? Ja, ich weiß nicht. Lol, hier ist irgendwas Kleines, was eine Quest hat. Ja. Das ist unser kleiner Raptor. Ah. Der hat irgendwas im Maul. Einen Totenschädel hat der im Maul. So. Euer Raptor scheint ein neues Spielzeug gefunden zu haben. Ein Schädel aus einem Haufen von Trollschädeln. Ihr wisst nicht, warum sie diese Schädel allen anderen bevorzugt. Aber aus irgendeinem Grund lässt sie nicht von ihm ab. Nimboja im Basislager Gromgold ist eine Art Schädelexperte. Wenn man von dem Schädelhaufen ausgeht, den er hat, vielleicht weiß er, was an diesem Schädel so besonders ist. Ja, dann. Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Ich hab weder den kleinen Raptor mehr, der ist gar nicht mehr da, noch habe ich die Quest bekommen. Och. Dann geh mal in dein Inventar, dann müsstest du ein Eierfragment eines Schmetterschwanzes haben. Klick da mal rechts, klick drauf. Ja. Dann müsste dein kleiner Raptor wieder da sein. Ja, an für sich schon. Rechtsklick, ja. Und wo ist er? Dann müsste er wieder neben dir stehen. Ach, da ist er. Ach, wie süß. Ja. Die zwei hier sind meine. Danke. Ne? Vielleicht zwei auf ja, einmal. Ja, einmal das richtige Pet und einmal halt das Questtier. Oh, wie niedlich, ey. Hält ja da mal so ein Schädel im Maul. Aber die Quest hast du jetzt auch angenommen, ne? Ja. Sehr schön. Dann killen wir mal hier die ganzen Blutskalpe. Ja, ich komme ja eh nicht dazu. Hier irgendwas zu killen. Oh. Ich loote hier einfach immer bloß, wenn es klitzert. So, das Totembett der Blutskalpe haben wir auch. Das Totem habe ich noch nicht. Dann loote mal, dann müsstest du das jetzt eigentlich gleich finden. Ja, ich mach gleich. Töte eigentlich immer alles und loote erst dann. Und hier, liebe Freunde, wo ich jetzt gerade bin, sind die Rationen, die wir auch mitnehmen müssen. Oh, und eine stabile Schatzkiste. Dachte mir, ich helfe dir mal, Nuviel, ne? Ja, danke. Bitte. Du sahst so etwas. Ah, nee, schade doch nicht. Nennen wir es mal bedürftig aus. Nein, ich sehe gar nicht bedürftig aus. Der Zauber dauert nur immer so lange. Was ist mit Rationen? Hier. Ach, hier. Da. Boah, Süße? Läuft. Hier, hast du die? Was? Wieder? Die Rationen, genau. Jo. Okay. Hab alles. Glüvo braucht noch und ich brauche noch die Hörner. Oh, da ist ein Ali. Mal den jetzt angreifen? Nö. Was macht ihr? Wollt grad fragen, will er was Böses? Er will ein Duell. Da ist noch ein Ali. Nicht mit mir.
Mit mir wollte er sich gerade duellieren. Die wollen beide, oder? Mann, der will nicht sich mit mir duellieren. Ach, nee. Tanzt du jetzt auf den Totenschädel? Das sah gerade lustig Och aus. Mann, die wollen sich nicht duellieren, das sind Langweiler. Warte mal. Slash. Spit. Achso, wo wir ja gerade bei dieser Raptor-Quest sind. Was machen wir da? Hihi. Das ist mein Lieblingsraptor. Oh, der sieht aber böse aus. Wie es sich gehört für einen Hodler. Ja. Ich finde meinen Kleinen so süß. Irgendwie schreit er nicht mehr. So. Warte mal, was ist denn mit dem anderen? Komisch, irgendwie schreien die nicht mehr. Ich glaube, die sind verbuggt. Oder hört ihr etwa so ein Schreien von dem Raptor, wenn der... Nee. Doch. Ja, Ja? du hörst das? Ja. Dann ist der... Aber wirklich nur ganz leise. Ach so, ganz leise, ja. Jetzt habe ich es auch gehört. Nee, gar nicht. Jetzt höre ich Oder es das auch ist... gerade nicht mehr. Ich glaube, das war der Kleine. Das könnte der Kleine gewesen sein, ja. Warte mal, ich probiere mal einen anderen. Beim Draufsitzen höre ich was. Aber nicht, wenn ich so... Nee, nee. Und was ist mit dem hier? Das ist ja nur ein Skelett. Nee, auch nicht. Komisch, dann scheinen die momentan echt verbuggt zu sein. Und ja, das ist nur ein Skelett, ich weiß, aber der kann reiten. Ich finde ihn Finde den schön. auch toll. Ehrlich. Alleine schon dieses Detail, dass wenn der Brustkorb sich bewegt, hier unten die Knochen sich mitbewegen. So, dann nehmen wir mal wieder den da. Ihr seid eine Bande, ey. Wieso? Was gerade lustig aussah, der Skelettraptor, der kleine Raptor und Wolfgang und dein Ja, Wolf. guck mal jetzt. Voll das wilde Getier. Wir sind die Raptor-Gang. Und Ja. Wolf. Und Und Wolf. Lux. Mit Lux. einem Buch. Mit einem Buch. Ja, ich passe gar nicht zu euch, ne? Ich hier mit meinen hübschen kleinen Senegal-Papagei und meinen Naja, wir sind Männer. bunten Wir Mount. sind Männer. Das muss so sein. Ich laufe auch so gerne durch das Wasser und sehe mir diese Bewegung in dem Wasser an, ne? Da sehen wir auch, dass sich das spiegelt. Und da sehen wir die Bewegungen wieder. Ach, ich liebe So, es. jetzt stelle ich Palo mal eine Frage. Palo, hast du uns eigentlich am Anfang der Aufnahme gegrüßt? Ja. Ja. Hat Hab er? ich. Ich habe das auch gesehen, aber ich habe nicht erwidert. Oh. Ja, weil ich nicht wusste, wie. Zack. Level 28. Und direkt mal die nächste Quest annehmen von ihm hier. Das scharlachrote Kloster ist nun frei. Ration aus Gromgol. Was haben wir da? Boah, alles nur Dreck. Oh, ich habe jetzt hier irgendwie aus Versehen. Nein. Was hast du aus Versehen? Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich habe es noch rechtzeitig gesehen. Hoffe ich. So, was sagt denn überhaupt unser Gildenlevel? Wir haben 18% mittlerweile freigeschaltet. Als wir angefangen haben, hatten wir noch 600.000 Erfahrungspunkte für die Gilde gesammelt. Jetzt sind wir schon bei 3,2 Millionen. Es geht ja schnell. So, achso. Werft den großen Schädel in einen Topf. Finde ich wieder hier nicht. Hä, ich stehe doch davor. Wo ist er denn? Baby, hier vor mir. Was habt ihr im Kopf? Der Zauber ist fertig, ja? Warum rennst du weg? Ich habe keine Ahnung, warum er wegrennt. Mann, seid vorsichtig. Ich glaube, der kommt jetzt wieder. Och Mann. Und auch alles Kannst du das mal bitte? bitte annehmen, dann, wenn du soweit bist. Ja, Ja. der ist gerade in einem Script getriggert. Das heißt, der macht das jetzt erst zu Ende und dann kannst du wieder. Geht's? Ich weiß nicht.
Ach, jetzt kann ich hier noch eine annehmen. Ja. Bei ihm kannst du, glaube ich, zwei annehmen und am Kessel eine. Also ich habe jetzt ein ungewöhnlicher Patron, Kopfjägerei und ein Gespür für solche Dinge. So ist es. Das sind die drei Quests, die ich jetzt momentan habe. Korrekte Mundo. Dann bin ich beruhigt. Das heißt, wir sollen aufsteigen. Wenn ihr wollt, das ist nur ein Angebot. Das ist kein Muss. Ich nehme das Angebot mal an. Weil ich bin ja sowieso immer hier, wie sagte Jenrik vorhin, ein bisschen verloren. Sagte ich ja, das? Ja, du meintest, ich sah, nee, bedürftig, sagtest du, bedürftig. Ich sehe so ein bisschen bedürftig aus. Ja, hilfebedürftig. Dann wollen wir mal. Aber verloren nicht. Nee, nee. Das war jetzt meins. Ja, das ist jetzt etwas weiter, die Reise. Mhm. Erzählt doch mal einen Schwank aus eurer orkischen Jugend, Herr Glüwo. Orkischen Jugend? Achso, ich wollte schon sagen, ich weiß gar nicht, wann ich mal ein Ork war. Orkische Jugend. Was habt ihr so als kleiner Ork getan? Und was nicht? Dinge gebissen. Immer ein Waden. So ein kleiner Wadenbeißer, weißt du? So ungefähr. Ein Teppich-Porsche. Sowas, was diese kleinwüchsigen, behaarten Zwerge immer noch tun. Wadenbeißen. Ja, ne? Man muss halt das einsetzen, die Waffen, die man hat. Und wie viele Bäume habt ihr schon geknuddelt? Wir gar keine. Also, wir sind... Wir Elfenwesen. Wir sind Blutelfen. Keine Nachtelfen und keine Baumkuschler. Ihr seid trotzdem ein Elf. Aber ein Blutelf ist was anderes als ein Nachtelf. Das weiß ich. So, wir sind schon da. Das war der Schwank der Jugend. Wir müssen jetzt hier 25 Schrumpfköpfe finden und 8 Fetische. Ich räume schon mal auf. Mach das. Ja, unser kleiner Tank hier. Und ich gehe vor dahin, wo es glitzert. Ja. Oh, schon 6 ja Schrumpfköpfe? Okay, geht ja schnell. 3 habe ich. Ich habe gerade 3 pro Leiche bekommen. Ich auch. Ihr haltet Beute, Schrumpfkopf mal 6. Ne. Ich hab's gerade mal geschafft, einen Zauber wirken zu lassen und schon. Kommt, ihr braucht ein Ziel. Ihr braucht ein neues Ziel. Ja. Ja, renn hinterher. Wir sind ein bisschen zu schnell, glaube ich. Für deine Magierin. Weil die braucht, ach, die braucht ja immer etwas Zeit, um zu casten. Das ist ja. Ja, ja, siehst du, hast ja vorhin gesehen. Treffen, dann ja. Ist ja alles gut, weil ihr habt ja vorhin gesehen, wenn ich dann doch mal alleine versuche, was fertig zu machen, dann sterbe ich. Also was soll's. Alles gut. Nur wir habt ihr übrigens. Kannst du gerne mal alleine versuchen. Habt ihr im Übrigen eure kleinen Raptoren draußen? Ich glaube, meiner springt da rum. Ich weiß es jetzt nicht genau. Jetzt ja. Den brauchen wir. Ach, Paleo, das sollte sie doch alleine machen. Hat sie doch. Einer. Nein, ich hab gesehen, dass du mitgeschossen hast. Einen habe ich vielleicht. Eventuell. So, warte, ich muss mal. Ja, ich glaube, meiner springt hier rum. Sehr gut. Die kleinen Wichte da. Weil von denen kriegen wir nämlich die 8 Fetische irgendwie zusammen. Die, glaube ich, beklauen hier die Trolle irgendwie. Klauen. Krieg 8 Fetische. Ja. 8 Fetische von Sul Daya. Ich weiß gar nicht, was ich mit so vielen Fetischen anfangen soll. Oh, da vorne ist übrigens ein Zwerg. Paladin, Level unbekannt. Ich würde sagen, der ist mindestens 50. 40, 50 um den Dreh. Wollen wir rauf? Nein, der hat Totenkopf, Level Totenkopf. Schaffst du. Und wir sind zu dritt. Schaffst du nicht. Der macht dich weg. Der macht dich splott. Wir sind zu dritt, 2 28er und ein 29er. Und das scheint auch ein sehr erfahrener Spieler zu sein. Ah, okay, doch nicht so erfahren, wie ich dachte. Schade. So, jetzt habe ich 18. Ach, ja. Okay, er ist doch nicht so erfahren. Aber er angelt da gerade. Ja, jetzt lasst ihn doch angeln. Weißt du was? Mache.
Weißt du, was ich jetzt mache? Ihr dürft mir helfen. Stirbst du wieder? Oh nein. Ja. Und ich bin gleich tot.